Um in der Mobile App Daten freizugeben, gehen wir eigentlich genauso vor wie auch in der Web-Applikation oder im Explorer. Wir haben hier in einer Liste unsere Ordner und Dateien, die wir freigeben können. Klicken wir einfach auf die drei Punkte, erhalten wir nun die weiteren Möglichkeiten und dort wählen wir uns einfach den Bereich Teilen aus. Die Übersicht ist so, wie wir sie eigentlich auch schon kennen. Ganz oben haben wir die Möglichkeit, die Kategorie der Freigabe auszusuchen. Und unter dieser Option haben wir jetzt nun vier verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, was bei euch in der Organisation aktiviert oder deaktiviert ist, könnt ihr einige davon nutzen oder nicht. Wählen wir uns jetzt verschiedene Punkte aus, seht ihr auch, dass unten der Bereich weitere Einstellungen sich ein wenig verändert. Am besten ist eigentlich immer an eine bestimmte Person das Ganze weiterzuleiten und dort könnt ihr dann auch aktivieren, ob derjenige das nur sehen darf oder auch bearbeiten darf und ob er das Ganze downloaden darf oder nicht. Mit Übernehmen werden diese Einstellungen übernommen und bei E-Mail-Adresse kann ich nun aus meinem Adressbuch, aus meiner Organisation eine Person auswählen, an die das Ganze gehen soll. Nachricht hinzufügen sollte auch noch mal kurz eingetragen werden, weil dann dort die Person auch noch mal eine nähere Erklärung bekommt. In der Web-Applikation können wir das Ganze jetzt natürlich auch über weitere Apps verschicken, wenn wir es denn möchten. Dafür gehen wir dann entsprechend auf die weiteren Apps und wir erhalten hier eine Auswahl derer Apps, die wir dazu nutzen können. Wenn wir im Standard vorgehen und einfach auf Senden drücken, wird das Ganze dann über Outlook verschickt und die entsprechende Person, wie ihr gesehen habt, hat nun eben den Link gesendet bekommen, kann da draufklicken, auf die Daten zugreifen und natürlich auch im OneDrive erhalten Sie eine Nachricht in dem Bereich geteilt, dass Sie auf diese Datei nun Zugriff haben.